Ja, ich habe eine. Also hier bei mir ist auf jeden Fall eine drin. Jo, dort hinten. Fang meinen Chaosblitz. Ja, aber es ist Meine Sache ist anscheinend so nur, eine dass Quest, die man sind. nicht wirklich in der Gruppe machen sollte, habe ich das Gefühl. Naja, die Geisterperlen sind leider keine Quest-Items, weil man sie später für den Ruf benutzen kann. Die sind total common, das heißt, wer hat, der hat, und wer nicht, hat Pech. Könnt ihr einfach mal für Schwarzfelstiefen anmelden? Ja, ich glaube, hier wären wir nicht ganz glücklich als Gruppe. Hm. Ab in den Gefängnisblock. Trotzdem einmal mal weiterkloppen, mal schauen, was passiert. Ja, jetzt habe ich auch eine. Ich hab zwei. Es Ich habe sind. gar nichts hier. Klaut mir jemand, ich den erwische. Von manchen Spielern wünschen wir echt die Adresse. Ja, da ist war gerade so ein Schurke. Der lief vorbei, hat gesehen, dass ich meinen Chaosblitz gerade caste. Ja. Der Firework war tot, bevor mein Chaosblitz fertig war. Na, der hat ja auch Einer. noch ordentlich Wie soll es denn Verstärkung. Ja, da kommen? haben wir wahrscheinlich 90er Blutelf-Paler oder so. Zumindest hat er einen Totenkopf. Der macht hier One-Hit. Ich glaube, unsere Chancen sind relativ gering. Na, Gott sei Dank. Die Erlösung. Dass es trotzdem so lange dauert, zwei DDs zu finden. Da gibt es ja wieder schön viele Quests hier. Was liegt an? Kommt bald wieder. Ja, was wollt ihr? Ich glaube, wir machen komplett durch dann, oder? Ja, hätte ich schon gesagt. Da muss die Gruppe auch mitmachen, ne? Ach, das machen wir notfalls zu dritt am Schluss, wenn es weitergeht. Oh, da bin ich gespannt. No risk, no fun. Du kannst ja mal fragen, ob sie Lust haben, aber es dauert halt. Dann schreibe ich den mal kurz. Im Moment muss ich hier in den Instanz-Chat schreiben. Free Hacks, das ist eine Guild, sind zwei Guildies. Ich möchte aber keine Gratis-Umarmungen, dabei wird mir immer unwohl. Dann solltest du auf keinen Fall meinen Bruder treffen. Und tot! Hüpft ja Och jedem an Mann. den. Ich glaube, ich setze mal vorsorglich einen Seelenstein. Gib mir den lieber, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl bei der Sache. So lustig finde ich das überhaupt nicht. Ich habe ewig auf Ja, euch ich Schaden schon. gespielt. Ich habe. Ich mach das hier gerade rein instinktiv. Der Schaden ist nicht gering. Ja, der Pre-Patch hat einiges verändert. Aber es ist wenigstens mal wieder eine kleine Herausforderung. Das gefällt mir auch wiederum sehr gut. Boah, guck dir das an, wie weit das geht. Ach, wir können hier Kirschen.
Zählt Kirschern jetzt in einem Radius? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Ich habe keinen Kirschner mehr. Aber ich bräuchte Heilung. Heilung wird überbewertet. Nicht mehr. Hätten wir das Ganze noch vor dem Pre-Patch gemacht, hätte ich gesagt, ja komm, da kann man durchroffeln. Aber jetzt ist alles anders. Also finde ich gut. Niemand hat mir gesagt, dass das hier schwer werden würde. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich abgesagt oder Ebola vorgetäuscht. Ja, Ebola, das ist bloß der Vorreiter zu Schlimmerem. Ich weiß nicht, der Postbote neulich, der hat verdächtig viel geschwitzt, aber ich hab noch 2 Wochen, bis ich dann genau weiß. Ich bereite mich immer noch auf die Zombie-Apokalypse vor, das dauert immer lang. Das hat mit Ebola gar nichts zu tun, ich habe mir heute erstmal Dead Rising besorgt, ich bin gut vorbereitet. Okay. Nein, wenn, dann mache ich es mit Stil, hau ich dem Zombie eine Bowlingkugel auf die Nase, wenn er denn noch eine hat. Ja, du kriegst aber nicht übel. Auch schon wieder Level Up, jetzt wird's doch einfach. Kettenstiefel. Nun ja, Ebola könnte weiter mutieren. Ja, es wurden ja schon irgendwelche Fälle von Ebola-Zombies gemeldet. Von Leuten, die tot erklärt waren und dann wieder aufgestanden sind. Waren bis jetzt 2 Fälle. Ja, aber das ist bei den meisten nur jeden Montagmorgen so. Ja, das stimmt allerdings. Naja, aber wenn man jetzt davon ausgeht, Ebola ist einer dieser Viren, die sich immer versuchen, einen neuen Wirt zu suchen. Deswegen ja diese Blutungen etc. Okay, lassen wir das. Ich hab Angst. Okay. Schon nervös genug hier beim Heilen, jetzt bringe ich mich auf die Spitze. Kommt die Frage von den DDs, wieso hat der Heiler nicht geheilt? Er hat Angst vor Zombies. Und vor Ebola. Ich habe keine Angst vor Zombies, ich habe Angst davor, einer zu werden. Ich hoffe, du kennst den Weg. Ja klar, den Weg kenne ich, also ich kenne die Instanz wie meine Westentasche. Ich bin vor allem, weil er eine Weste hat, ne? Ja. Das siehst du mal, wie gut ich sie kenne. Nein, es ist schon gut. Ich bin oft genug früher hier mit Tanks durch, die dann erstmal gefragt haben, so nach 20 Metern schon, wo geht es hin? Wo sind die? Oder die dann einfach so, wenn man schon 1,5 Stunden hier drin war, dann gesagt haben, ich muss jetzt offen, dann hast du da gesessen, alles war für den Arsch. Kann man keiner mehr. Und, ja, da vorne geht's weiter. Level 52. Geht's jetzt? Danke. Hand der Freiheit habe ich bekommen. Ich befreie euch, denn Freiheit ist mir wichtig. Eduard Laser. Ich bin ein Befürworter der Ketten der Sklaverei. Aber die kann man leider nicht skillen. Die, wenn man skillen könnte, dann wärst du glücklich. Wieso entwaffnen die mich jetzt wieder? Mobbt sie alle zu Tode. Immer nicht so enthusiastisch hier mit dem Pullen. Ja, ich wollte dir schon eine Aufnahme, weißt du, wo man das Gefühl hat, im Nachhinein beurteilt zu werden von anderen Leuten, da ist das schon nicht ganz so einfach, hier die Verantwortung für den... Da geht's schon Oleg, los. Oleg, Oleg! Ach, da war ja noch was.
Juhu, Level 52 und ich hab nichts bekommen. Ja, Feuer und Schwefel mit Level 54. Werden wir jetzt auch automatisch geübt? Oder kommt das erst später? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich bräuchte langsam ein bisschen Heilung. Ich mach doch, aber ich werde die ganze Zeit gestunt. Ach, der geht vorher down. Hm. Na Gott sei Dank. Wenn sonst die Ruhe selbst, aber irgendwie spüre ich so einen gewissen Leistungsdruck. Leistungsdruck? Ich habe hier noch ein bisschen Käse im Inventar, den esse ich jetzt mal. Nee, kann auch dem Krautsaal liegen, der Leistungsdruck. Ja, deswegen bin ich zuvor noch auf die Toilette gegangen. Ich bin ja nun schon in einem Alter, wo das hauptsächlich nachts kommt. Und dann ist es zu spät. Ich bin 26. Ja, da bin ich auch nicht mehr so weit von weg. Ja, kannst dich schon mal darauf einstellen, was kommt. Chronische Rückenprobleme, Unlust, Depression, Midlife-Crisis, schlaffe Nudel. Ja, jetzt lachst du noch. Ich lache über die Art, wie du das so einfach so runterbetest. Ja, es bleibt mir anderes übrig. Cool, der letzte. Ich glaube, die Schokolade ist abgelaufen. Inwiefern? Ich hab gerade reingebissen, die schmeckt komisch. Nicht so wie Haselnuss-Schokolade schmecken sollte. Boah, ich krieg dich überhaupt nicht richtig hochgeheilt. Du kriegst ja richtig auf die Mütze. Ja, mir fehlen meine ganzen Tank-Skills hier irgendwie noch ein ich bisschen. Ich sehe gerade, ich hab überhaupt keinen, ich hab auch keinen Rücken an. Wieso hab ich keinen Umhang an? Wer hat meinen Umhang? Okay. Das war ein Fehler. Was war ein Fehler? Die Schokolade zu essen. Wieso? Was, hast du was drauf entdeckt? Es war bloß ein Stück, aber die ist schon seit 4 Jahren abgelaufen. Oh. Ja, da hat der Alpenmilch Schokolade in der Hand und wundert sich, warum sie weiß ist. Also weiß man sie nicht, sie schmeckt nur komisch. Er ist dann aus der guten Alpenmilch im Laufe von 4 Jahren prächtige weiße Schokolade geworden. Und die Natur hat auch noch ein paar Kokosblöcke untergemischt. Grüße schafft's immer wieder. Gott, also langsam finde ich es echt gut, dass ich so viele Heiltränke im Gepäck habe. Es tut mir leid. Ich war nicht vorbereitet auf das, was uns hier erwartet. Ich dachte. Jetzt muss ich da durch. Ja, das musst du. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, nach der Inni irgendwann mal, hole ich mir kurz ein Wasser, um diesen Geschmack runterzuspülen. Nach der Inni, da kannst du lange warten. Hol's dir lieber gleich. Ich hänge mich mal an unseren tollen Heilermönch, der macht nämlich seinen Job echt super. 4 Jahre alte Schokolade. Mal gucken, ob er die nächste halbe Stunde überlebt. Ich setze die Zähne dagegen. Ich hab den Magen aus Stahl. Ich hab schon Sachen gegessen, die würdest du nicht mal anlangen. Gut, ihr kommst du auch aus der Ecke unten Bayern? Der wohnt direkt bei mir. Der wohnt einen halben Kilometer weg von mir. Siehst du, bei dem, was ihr da unten esst, da wundert mich das nicht. So teilweise, wenn mir hier so eine halbe Schweinshaxe auf den Tisch legen würde, ich glaube, die würde ich nicht ohne Probleme runterkriegen. Ach, das schmeckt doch super. Ja, für euch. Da gehen wir jemand auf die Nerven. Die habe ich dann zum Essen eingeladen und habe ihm ein Döschen Whiskas serviert. In so einer kleinen Form. Hab ihm gesagt, es wäre ein Ragout. Es hat ihm geschmeckt. So mit Petersilie noch drauf. Oberrichter Grimmstein. Ne? Die Bewährung wurde abgelehnt. Oh nein, ich brauche doch meine Bewährung. BB. So, der überlebt die Schokolade bestimmt an dem Glas Wasser. Nächste Frage, wieso liegt jetzt 4 Jahre alte Schokolade rum? Das könnte von meiner Mom noch sein. Als Köder für die Ratten.
guck immer, ich bin tatsächlich paranoid, ich guck immer aufs Datum, bevor ich irgendwas esse. Ich esse auch selten was, das drüber ist, außer ich weiß, es ist geräuchert oder so oder gepökelt. Am glücklichsten machen mich Konserven, wo drauf steht, haltbar bis 2018. Da mache ich mir dann keine Sorgen. Ja, ich schau auch meistens drauf, vor allem bei Milch bin ich immer vorsichtig. Ja, das ist. Milch ist immer ein Abenteuer. Weißt du, du machst dir gerade eine Schüssel, machst dir ein paar Cornflakes oder so rein, dann siehst du die Packung und sie fühlt sich schon unnatürlich schwer an. Dann denkst du dir, okay, die ist auch irgendwie ein bisschen aufgebläht und so, komisch. Und machst sie auf und selbst wenn du nicht atmen willst, du hast ja nun keine andere Wahl als zu atmen, kriegst du etwas von diesem beißenden, schimmeligen, ekligen Geruch in die Nase und plötzlich kannst du dir die Flocken wieder zurück in die Tüte packen, denn du hast keinen Hunger mehr. Oder wenn du eben nicht riechst und du kippst dir dann diese joghurtartige, dickflüssige, übel riechende Substanz in die Kelloggs. Das ist bitter. Ja, jetzt mache ich wieder Schaden. Müssen wir gleich links abbiegen, oder? Jetzt müssen wir zweimal rechts abbiegen. Ich hab ja noch drei Quests. Ja, keine Sorge, das kommt alles noch. Wir müssen ja nur erstmal den ganzen hinteren Teil da abfarmen. Also bis zur Schattenschmiede und dann geht's am Schluss zu Belgar und wenn wir bei Belgar sind, dann kommen wir eh wieder hierher. So. Ja, siehst du, und deshalb ist es gut, jemanden dabei zu haben, der tatsächlich Ahnung hat. Finde ich super. Also das war zu BC-Classic-Zeiten meine Lieblings-Innie. Also Classic und BC haben sich da nicht wirklich viel genommen, die Innies sind ja gleich geblieben. So, jetzt hier rauf. Aye, aye, Captain. Komm, zieh doch mal ein bisschen. Der Krieger hat noch irgendwas aggro. Den ganzen Raum zusammenziehen. Ach, da hinten ist noch eine Brandwache. Es ist gut, ich brauche gerade mal Feuer. Oh, ich liebe Schattenbrand, weil du einfach so stabile Funken aufbauen kannst. Destro, ne? Ja, ja, die einfachste Spielweise vom Hexer. Ich fand Gebrechen ganz interessant, so viele Dots, ja, die mein Mage ja nun nicht mehr hat. So theoretisch nicht mehr hat. Ich habe jetzt einen Dot zurück, aber den kann ich auch nur noch einmal verteilen, den muss ich dann über Umwege umverteilen, das ist auch nicht ganz schön. Ich bin betäubt, das mag ich nicht. Aber eine Sache gefällt mir jetzt. Bei das Schild des Rächers prockt, der prockt mittlerweile sogar auch, wenn man blockt. War vorher das nicht. Cool, ja. Vorher nur beim Parieren oder Ausweichen. Das finde ich ganz praktisch, weil wenn du so alleine unterwegs bist, die wenigen Procs, die du früher hattest, einfach zu wenig Schaden gemacht. Ja, mittlerweile gibt es ja auch keine Rache mehr, das ist ja alles jetzt. Der Schaden ist dafür allgemein ein bisschen erhöht worden. Aber sagen können, als Tankklasse, Krieger ist kein Problem, DK ist kein Problem. Ja, DK ist auch wieder umgestaltet worden, was ich gesehen habe. Das ist, der spielt sich wieder ein bisschen anders als vorher. DK habe ich nie gespielt, aber ich weiß, als Palatank, wenn du jetzt nicht unbedingt Gears oder nicht unbedingt umspecken willst, einfach den festen Wunsch hast, als Palatank zu questen, zu leveln, dann tun so ein paar mehr Procs ja ganz gut. Jo. Und vor allem mittlerweile geht's, wenn man dieses Talent mit dem, und wie heißt das nochmal, der geweihte Zorn, wenn man den mitnimmt, dann geht's richtig gut, weil dann der heilige Zorn richtig ordentlich Schaden reinpumpt.